Bitte heißen unsere Gäste willkommen, Andreas Malm und Joshua Klober. Wir sind froh, dabei zu haben. Ich freue mich sehr, dass wir diese Diskussion haben und die Möglichkeit, sie mit Freunden und Genossinnen überall zu teilen. Vielen Dank an die Organisatoren, an Frank Elstner, die Helle Panke in Berlin und meine Co-Moderatorin Ines Schwertner, die ihr vielleicht kennt, da sie die Reaktion von Jacobin Germany macht. Mein Name ist Dennis. Ich habe Joshuas Buch mit übersetzt und ich möchte auch Jan Haas, der mit dem Chat aushilft. So, das ist es. Hallo, auch von mir hallo. Ich bin hier im Helle-Panke-Büro, das komplett leer ist, da es immer noch Corona-Zeiten sind und wir sind alle alleine zu Hause. Aber wir freuen uns, euch hier zu haben. Ihr seht mich im Helle-Panke-Büro. Ich möchte Joshua und Andreas willkommen heißen. Wir haben natürlich viele Gründe, weswegen wir reden wollen, aber eure Bücher sind gerade auf Deutsch erschienen. Ich werde sie kurz in die Kamera halten, weil sie auch sehr schön aussehen. Und ihr solltet sie alle kaufen. Ich denke, Buchhandlungen sind noch offen. In Berlin sind sie es zumindest. Hier ist Joshuas Buch, das Right Strike Right, von der Galerie der abseitigen Künste veröffentlicht. Und dieses wurde von Verse herausgegeben. Zwei Bücher von Andreas. Beide beim Hattesten Salz herausgekommen. Und dieses hier heißt Klima oder Klimax. Sehr schlauer Titel für diesen Buch. Das englische Original heißt Corona, Climate and Chronic Emergency und ist auch bei Verso herausgekommen. Hier haben wir, wie man eine Pipeline in die Luft jagt. Und über politische Gewalt werden wir heute Abend zu sprechen kommen. Geht raus und holt sie euch. Heute Abend würden wir gerne Joshua und Andreas sich kurz vorstellen lassen. Nicht nur ihre Bücher, aber was sie generell bewegt. Und später werden Dennis und ich ein paar Fragen stellen. Und nach einer Stunde, während wir mit all dem, was wir besprechen wollen, durch sind, werden wir uns euren Fragen zuwenden, die ihr in den Chat hereinschreiben könnt. Wir können euch nicht sehen, wir können euch nicht hören. Bitte schreibt in den Chat, bitte schreibt nicht zu viel in den Chat. Also versucht wirklich, eine klargestellte Frage zu stellen. Wir haben auch eine deutsche Übersetzerin, die soll dann erklären. Vielen Dank, dass du uns übersetzt. Wir haben leider aber unsere zweite Übersetzerin verloren, weswegen Isolde allein ist. Und wir sind sehr dankbar und werden Joshua bitten, recht langsam zu reden. Und in 90 Minuten wird sie möglicherweise zu müde sein, von Katastrophen und Schrecken zu reden. Damit müssen wir leben. Wir werden es weiterhin aufnehmen und auf unsere Seite stellen. Das von mir. Ich werde jetzt weitergeben an Joshua und Andreas. Ich denke, Joshua leitet ein. Vielen Dank. Ich spreche üblicherweise relativ schnell. Ich werde heute aber versuchen, ein bisschen langsamer zu reden. Vielen Dank an alle. Vielen Dank an Rosa selbst. Und in der Mitte des letzten Jahrhunderts hat Aimé Césaire vorgeschlagen,
dass die bürgerliche Gesellschaft zwei Probleme geschaffen hat, die sie selber nicht lösen kann. Das Problem des Proletariats und das koloniale Problem. Da wird bestimmt nach wie vor, miteinander verbundenen grundlegenden Mode der Unterwerfung angeht. Ich möchte hierzu noch die zwei Beschränkungen, die 1950 allenfalls erahnt wurden, dazu holen, die im Moment die absoluten darstellen, mit denen wir konfrontieren können. Das ist das Ende des Wachstums und der planetarische Klimakollaps. Diese Phänomene anzuhalten oder rückgängig zu machen, wäre an sich überhaupt nicht emanzipatorisch. Und dennoch limitieren sie auf dramatische Art, wie wir diese zwei Probleme gehen können oder wie bald. Das ist die Geschichte, über die wir nachdenken. Die Zeitspanne von 1820 bis 1970 ist von einmaligen, dann auch einer ungleichen kapitalistischen Vitalität gezeichnet, der Akkumulation auf einer globalen Skala. Das ist die Zeitspanne, deren Wendepunkte so ungefähr Andreas Fossiles Kapital und mein Riot Strike Riot orientieren. Das erste Buch geht um den Übergang von Wasser zu Dampfbetrieb und dessen Reorganisation des Arbeitsprozesses. Und letzteres geht um die schwindende Kapazität des Kapitals und seine Unfähigkeit, Arbeitskraft produktiv zu integrieren. Beide Wendepunkte reorganisieren das politische Leben. Und das ist der Grund, warum diese Taktiken in industrialisierenden Nationen um diese beiden Wendepunkte herum sich verändern. Ich möchte jetzt kurz eine seltsame Tatsache aufzeigen, die ist, dass obwohl Pipeline-Sabotage so lange existiert, wie es Pipelines gibt, die Blockade derselben erst dann aufblüht in den 1970er Jahren, was ungefähr der Moment ist, an dem das globale Kapital enorm verlangsamt und immer geschwächter aus den Attacken seiner vitalen Infrastruktur herauskommt. Das ist zumindest eine der Arten, auf die ich How to Blow Up a Pipeline verstehe. Es ist aber auch ein zentraler Punkt in dem Buch, an dem ich im Moment arbeite und über den revolutionären Kampf in der Gegenwart. Das sind Überlebenstaktiken oder Taktiken der politischen Gewalt, wenn man möchte, nach dem Ende des Wachstums und vor dem Ende der Bewohnbarkeit des Planeten. Nun, zu Beginn müssen wir sehen, dass sie von dem, was ich die Zirkulationskämpfe genannt habe, angetrieben sind. Mit der Verlangsamung der globalen Produktion, der Zirkulation der Waren, insbesondere fossiler Brennstoffe, sind diese Infrastrukturen viel schneller gewachsen. Die Pipelines sind da eines der größten Beispiele. Ungeschützt sind aber auch für diejenigen, die dort nicht arbeiten. Ein Angestellter von British Petroleum könnte eine Pipeline in die Luft jagen, aber genauso könnte ich das. Wahre Gleichheit. Und ich möchte ein Zugeständnis an Andreas Arbeit machen. Ich bin ein bisschen neidisch. Nicht nur in seine Einsichten und seine Klarheit, sondern auch in seine Bereitschaft, bestimmte Dinge, die wir tun sollten, vorzuschlagen. Ich hatte gehofft, dass das Buch ein paar mehr Diagramme hat, aber ich arbeite in einer etwas anderen Tradition. Ich verstehe, dass historischer Materialismus nichts vorschreiben soll und insgesamt eher vorausschauend als vorschreibend ist. Ich glaube, diese Tradition zeigt uns, warum der Riot wieder zurückkommt und insgesamt Zirkulationskämpfe an der Tagesordnung sind. Zum Beispiel die Pipeline Riots, und das für eine weitere Zeit bleiben wird. Nicht, weil es gut oder schlecht ist, es ist gut. Nicht, weil es funktionieren wird oder nicht, wir können hoffen, sondern weil die tatsächliche Restrukturierung der Klasse, des Kapitals, der Kolonisierung, des Klimas solche Taktiken ermöglicht und in der Tat auch unumgänglich macht.
Danke, Joshua, danke, Alexen, die dieses Meeting möglich gemacht haben. Was ich jetzt vorschlagen werde, ist keine Zusammenfassung meines Buchs, aber eher ein Preskriptum dazu. Ich habe dieses Buch am Ende des Jahres 2019 geschrieben, was jetzt sehr lange her erscheint. Ein Moment, an dem die Klimabewegung ihren Höhepunkt hat bisher. Massenmobilisierung auf den Straßen und danach die Pandemie. Und plötzlich ist die ganze Bewegung zusammengesackt. Was wir sonst in 2020 hatten, war eine andere soziale Bewegung, die einiges ins Wanken gebracht hat. Und das war Black Lives Matter. Ich habe das jetzt schon häufig in Interviews gesagt, seit meinem Buch rausgekommen ist. Also, wenn ich mich jetzt wiederhole, entschuldige ich mich. Nun, Black Lives Matter passt wunderbar in das analytische Modell, das Joshua entwickelt hat in seinem wunderbaren Buch. Nur, wie passt es sich in das Denken über die Klimabewegung ein? Was die hegemonische Art und Weise über die Klimabewegung und ihre Taktiken nachzudenken gewesen ist, ist strategischer Pazifismus, die zum Beispiel Extinction Rebellion vorschlagen. Ihre Idee ist, dass sobald man einen Schritt weit geht von dem zivilen Ungehorsam und in irgendeiner Form von Gewalt, man sofort die Unterstützung der Mehrheit verliert. Ich möchte das zurückweisen. Ich glaube, eine Klimabewegung, die wichtige Lehren ziehen möchte und Analogien finden will, muss nicht in die Vergangenheit schauen. Wir erinnern uns alle an einen weiteren Fall in der schrecklichen Mordserie von schwarzen Menschen, die von US-Polizisten getötet wurden und an den Aufstand, das in Gang gesetzt hat. Und der Schlüsselmoment war das Niederbrennen der Polizeistation in Minneapolis. Und das ist genau im strategischen Pazifismus. Ist das ein Katalysator gewesen für das, was möglicherweise die größte Massenbewegung der US-Geschichte gewesen sein könnte? Etwas zwischen 15 und 30 Millionen Menschen haben teilgenommen. Umfragen haben gesagt, dass eine Mehrheit der Amerikaner diesen ersten Akt der Eigentum des Niederbrennens der Station dargestellt, dass die Institution der Polizei nicht unerreichbar ist von den Menschen und nicht über sie steht. Und dass diese systematische Gewalt gegen afrikanische Amerikaner auch kein Schicksal ist. Es kann angehalten werden. Dieses Stück hat eine Form von Paralyse unterbrochen. Es hat Menschen nicht erschrocken. Ganz im Gegensatz hat es sie wie nie zuvor angezogen, weil es jetzt klar war, dass Massenaktion zieht. Und infolgedessen gab es eine Welle von Protesten. Und die waren in der Tat überwiegend gewaltfrei. Und das widerspricht auch dem strategischen Pazifismus. Dass militante Aktionen eine Diversität von Taktiken mit sich ziehen. Und das war nie ohne Spannung. Das gehört dazu. Aber von Minneapolis zu Kenosha und darüber hinaus gab es ein ganzes Spektrum an Aktivismus, der von ruhigen Mahnwachen bis zu dem Stürzen von Statuen und Zerstören von Fenstern ging. Dass Black Lives Matter mehr zustande gebracht hätte, wenn es bloß
pazifistisch gewesen wäre. Und das ist das, was die Klimabewegung bisher gemacht hat. Für mich ist offensichtlich, dass ohne konfrontative Seite BLM niemals durch diesen Stillstand hindurchgebrochen hätte. Was sollte die Klimabewegung davon lernen? Wir werden nie ein Ereignis wie den Mord an John Floyd haben. Nicht eine Filmsequenz, in der jemand, der für fossile Brennstoffe arbeitet, einen Farmer in Mosambik erwürgt. Die Gewalt von fossilem Kapital ist nicht zwischenmenschlich. Es wird durch die Atmosphäre vermittelt. Ich glaube wirklich, dass es eine Form von Gewalt ist. Es ist eine systematische Zerstörung von Leben und allen voran der Leben von People of Color. Und möglicherweise, wenn es so weitergeht, des gesamten menschlichen Lebens. Der Gletscher, der vor ein paar Tagen in einen Damm Nordindien geflossen ist und einen Strom aus Wasser durch ein Tal gejagt hat, der 200 Menschen getötet hat, kam nicht aus einem konzentrierten Akt der Gewalt, wie der den Derek Chauvin George Floyd angetan hat. Es resultiert aus der Gesamtheit der Regionen, die über zwei Jahrhunderte hinweg gemacht wurden. Insofern gibt es ein limitiertes Potenzial für so plötzliche Empörung. Oder ist das so? Wir haben nicht diese Form von Filmclip, okay. Aber wir wissen, dass es noch viele dieser Ereignisse geben wird. Es wird mehr Klimadesaster geben, es wird Hurricanes geben, es wird mehr Waldbrände, Fluten, Dürren, Gletscherfluten geben. Genauso wie in den letzten Jahren, nur mehr und katastrophaler. Zweitens wissen wir, dass es noch mehr Erweiterung der Infrastruktur der fossilen Brennstoffe geben wird. In Crow, eine Kohlemine in Cumbria, der Berliner Flughafen. Und Total ist gerade dabei, Förderung von dem Mann zu bekommen, um Gas aus der Arktis zu drillen und so weiter so fort. Gäbe es hier vielleicht Potenzial für Empörung? Das sollte nicht wirklich ausgeklammert werden. Insbesondere, wenn es möglich ist, die Verbindung herzustellen zwischen diesen aktuellen Desastern und deren Treibern. Was, wenn die nächste Hitzewelle in Frankreich mit den Investitionen zusammenfallen würde? Eine solche Kombination könnte für die Klimabewegung zum Sturm eines dritten Precincts führen, metaphorisch. Ich glaube, dass wir handeln müssen in den Momenten, wo der Klimakollaps wirklich zuschlägt. Wir haben bislang unsere Aktionen auf bestimmte Aktionstage der Tage von UN-Klimagipfeln gelegt. Aber wir müssen über solche Kalenderdaten hinausdenken und wirklich im Augenblick der Katastrophe zuschlagen. Stellt euch vor, es hätten Leute zur Zeit des Wildfeuers in Australien vor einem Jahr eine Kohlemine gestürmt. Das hätte möglicherweise die Paralyse durchbrochen. Sind meine 5 Minuten rum? Okay, ich möchte nochmal sagen, auf der Klimafront glaube ich, dass Wut erst dann auftauchen wird, wenn die Klimabewegung beginnt, diese Wut zu artikulieren. Und das bedeutet, dieses pazifistische Superego abzulegen. Und das löst nicht unbedingt unsere Probleme der Strategie, was Parteien, Gewerkschaften und Staaten, all das angeht. Aber das können wir jetzt in der nächsten Stunde durchdiskutieren. Das ist nur meine Art von einem Zustand der Frustration herauszusprechen. Okay, vielen Dank. Das war sehr dicht. Und es sind jetzt schon ein paar Fragen im Chat, die wir auch schon sehen. Aber bitte
Schreib sie weiter rein. Wir werden uns später drum kümmern. Und vielen Dank. Ich habe jetzt erstmal eine ziemlich lange Frage. Damit möchte ich aber erstmal einfach nur die Debatte eröffnen. Anbetracht der langen, unebenen, pandemiebedingten Krise sowie des Zustands der wirklichen Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufnimmt, wir könnten. Sind wir von Sozialismus oder Barbarei zu Kommunismus oder Stirb übergegangen? Und was würde es bedeuten, den Schlachtruf der Gilets Jaunes ernst zu nehmen? Ende der Welt, Ende des selber Kampf. Also damit sagen, wenn ökonomische Prekarität und Klimakollaps an der Wurzel zusammenhängen, sollten wir nicht um unser Leben willen so schnell wie möglich danach graben, um überhaupt die Möglichkeit gemeinsamen Lebens und Emanzipation zu bewahren? Okay, aber wie? Und genau über solche Strategien und Taktiken, insbesondere gegen fossiles Kapital, möchten wir heute sprechen. Möchten aber auch fragen, was sind die materiellen Bedingungen dieses Kampfes, unabhängig vom Ziel? Zum Beispiel die lange Akkumulationskrise seit den 70ern, die Zusammensetzung der Arbeiterinnenklasse und das weltweite Anwachsen der relativen Surplusbevölkerung an der Peripherie, im Zentrum, extreme Klimaereignisse und zoonotische Übersprünge. Wir möchten hier Beiträge zur Rolle des Staates, der politischen Reaktion, der Militanz, des Riots als Form des sozialen Kampfes und der Zentralität der fossilen Infrastruktur, Öl- und Gaspipelines. Und wir wollen auch wissen, welche Lehren können wir aus den unterschiedlichen, aber verwandten Kämpfen zu Klima und Klasse auf beiden Seiten des Atlantik und anderswo lernen. Okay, Joshua bittet mich jetzt anzufangen. Naja, also, diese Fragen sind so groß, dass ich wirklich nicht genau weiß, wo ich anfangen soll. Okay, möchtest du eine besondere Frage? Ja, vielleicht, warum nicht? Oh. Okay, nehmen wir dein neuestes Buch, wie man eine Pipeline in die Luft jagt. Wär's fair zu sagen, dass dein Argument über Strategie und Taktik hauptsächlich darauf fußt, eine historische und politische Analyse des sogenannten radikalen Flankeneffekt zu erwirken. Darunter fallen die Suffragetten, die Bürgerrechtsbewegung, der Kampf gegen Apartheid und das sind die bestbekanntesten Beispiele. Und wenn die Antwort ja ist, und ich teile deine Hoffnung, dass man einen solchen radikalen Flankeneffekt für die Klimabewegung katalysieren kann. Wo lässt uns das zurück in Bezug auf andere fundamentale Ansichten deiner Arbeit? Zum Beispiel, dass der Kampf gegen die Infrastruktur und die Dynamik des Fossilkapitals sich stark davon unterscheidet, wie Kämpfe für demokratische Rechte und so weiter aussehen. In anderen Worten, wenn das dir gegenüberstehen, nichts anderes ist als die materielle Form des globalen Kapitalismus. Wie jagen wir dieses in die Luft, ohne uns selber in die Luft zu jagen? Welche Form von proletarischer Explosion kann eine radikale soziale Transformation erwirken und nicht einen latenten oder offenen Bürgerkrieg? Ui, danke für die Frage. Eine Frage, die dahinter steht. Und eine, mit der ich nicht wirklich umgehe, vor allem, weil es die große ist, nicht wahr? Und das
Dasselbe gilt das Problem der Beziehung zwischen den Staaten, die wir haben, und die sozialen Bewegungen. Ich komme darauf im Buch ein bisschen zurück. Und mein Argument in dem Buch ist nicht, dass wir in der Klimabewegung rausgehen sollten und alle fossile Brennstoffinfrastruktur in die Luft jagen sollten. Im Ernst, wir haben überhaupt nicht die Kapazitäten dazu. Wir haben nicht mal damit angefangen, Pipelines zu jagen. Also die Idee, dass wir jetzt losgehen sollten und die gesamte Infrastruktur auseinandernehmen sollten, ist ein bisschen übertrieben. Aber manchmal, wenn man auf diese Klimacamps geht und man trifft so Leute, die wirklich glauben, dass direkte Aktion die Methode ist, mit der wir diesen Übergang bewerkstelligen, also die werden die gesamte fossile Brennstoffinfrastruktur schließen lassen. Und von da aus kommen wir in eine Weltökonomie, in der es keine fossilen Brennstoffe gibt. Oh, also daran glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, in diesem Moment gibt es keinen anderen Agenten in unserer Gesellschaft, der diesen Übergang möglich machen kann, außer den Staat. Und die Staaten, die wir haben, sind offensichtlich fürchterlich. Und wir würden gern sehen, dass sie ganz anders wären. Und sie sollten Kommunen sein, was auch immer, andere Strukturen. Aber was ich dazu üblicherweise sage, ist, dass wir wirklich wenig Zeit haben. Wir haben so wenig Zeit, die Klimaerhitzung anzuhalten. Es ist wirklich viel verlangt. Wir müssten erstmal die Staaten, so wie sie sind, auseinandernehmen und dann sie mit Sozialisten ersetzen und dann können wir Klima angehen. Ich glaube, wir müssen ganz anders herum über das Problem nachdenken. Also die Taktik, wie ich mir sie vorstelle, aber vielleicht ist es auch nur meine eigene Vorstellung, die Funktion von dieser radikalen Flanke wäre, den Druck gegen Staaten zu erhöhen, dass sie auch das tun, was notwendig ist. Wenn wir uns das Black Lives Matter-Bewegung anschauen, es gab Konzessionen vom US-amerikanischen Staat, wie zum Beispiel weniger so. Ich dachte, diese Konzessionen sind möglich geworden, weil eine radikale Flanke da war und eine Dialektik mit einer größeren Massenbewegung. Was wir für die Klimabewegung brauchen, ist etwas Ähnliches. Und Deutschland ist jetzt das Powerhouse des Übergangs. Wir sehen ein paar Effekte ähnlicher Art. Ende Gelände war absolut wesentlich, um das Problem bewusst zu machen. Natürlich ist das Datum viel zu spät gesetzt von den Staaten. Und ich glaube, dass das nächste Mal, wenn wir je wieder dazu kommen, den deutschen Staat zu nötigen oder irgendeinen anderen Staat zu nötigen, mit uns sich an den Tisch zu setzen, müssen wir um ein Mehrfaches stärker sein. Und wir sind jetzt schon um ein Mehrfaches stärker als 2019. Und ich glaube, dazu müssten militantere Taktiken auch einfach gehören. Was ich jetzt grob skizzieren möchte, ist keine Perspektive, in der die radikale Flanke das Problem löst, durch dessen eigene Kraft, indem man alles in die Luft jagt. Ich sehe das nicht als den Weg nach vorne, aber Teil eines dynamischen Prozesses zu sein und sich in eine antagonistische Relation mit dem Staat zu setzen, der außerhalb des Staates versuchen, ihn zu nötigen, zu tun, was getan werden muss. Es gibt natürlich andere Instanzen, in denen man das auf kleinerem Maß studieren kann. Der dänische Staat hat zum Beispiel eine Minimalförderung stattgegeben.
Und das ist das Drillen in der Nordsee. Und Dänemark drillt natürlich nicht so viel Öl aus dem Meer, aber das ist immer noch ziemlich signifikant. Und der Grund, warum das passiert ist, ist, dass es Sandungen in Dänemark gab. Ich könnte jetzt, was ich sagen möchte, ist, dass die Mobilisation in Dänemark den Staat und die regierenden Sozialdemokraten gezwungen hat, wirklich die Kapitalakkumulation im Öl- und Gasspektrum in Dänemark anzuhalten. Sie werden natürlich nicht die existierenden schließen, aber sie werden keine neuen öffnen. Und das ist eine Form von Grenze. Es muss natürlich viel verschärfter sein, viel radikalisierter. Wir müssen natürlich existierende Felder schließen. Aber das zeigt, dass es eine dynamische Relation gibt zwischen der Bevölkerung und dem Staat. Also ich glaube das. Aber es gibt natürlich Probleme mit dieser Perspektive, weil sie inhärent reformistisch ist. Man sagt, ich würde dagegen sagen, dass das, was man in Gang setzt, eine Logik der Übergangsforderungen sind. Und das könnte über einen kapitalistischen Staat hinausgehen und man könnte auch über den bürgerlichen Staat hinwegkommen dadurch. Vielen Dank, Andreas. Dazu, wenn ich sage, der latente oder offene Bürgerkrieg, dann meine ich in Bezug darauf, ich meine damit, diesen Druck zu erhöhen. Und wenn man diese radikale Flanke in dynamischer Interaktion mit demokratischen Massenbewegungen nimmt, auch die gewaltfreien, dann wäre das ein Moment, wenn wir wahnsinnige Repressionen sehen werden, die wir ja zum Teil auch schon sehen. Okay, ja, man kann natürlich auch gewaltfrei sein und trotzdem diese Repressionen lostreten, was wir jetzt im Moment, wir müssen davon ausgehen, dass Repression folgt. Keine einzige Bewegung hat jemals Erfolge gehabt, ohne dass Repression darauf gefolgt wäre. Der Versuch, Repression aus dem Weg zu gehen, ist, natürlich kommt Repression. Man kann ihn nicht aus dem Weg gehen. Okay, vielen Dank. Ines, oder möchte Joshua hierauf eingehen? Ich freue mich darauf zu antworten. Ich denke, dass etwas an der Struktur dieses Gesprächs bringt uns. Ich bin mit den meisten Dingen einverstanden. Und vor allem, was die Unumgänglichkeit, die Notwendigkeit angeht, die Modi des Kampfes, die wir radikale Flanke nennen oder politische Gewalt auszuüben. Ich denke, ich glaube nicht so sehr an eine Theorie, die den Staat als Agenten mit einbezieht. Andreas, ich glaube, wir haben nicht viel Zeit. Und ich glaube, ich möchte unterstreichen, dass nichts wichtiger ist als diese Tatsache. Wenn ich mir diese Tatsache angucke und auf die Geschichte der Staaten zurückblicke, dann ist es wirklich, wirklich schwierig zu glauben, dass man mit dem Staat arbeiten sollte, wenn man es wirklich eilig hat. Bewegen sich unglaublich langsam. Geschwindigkeit, mit der der Staat operiert. Selbst dramatische Aktionen wie Pipelines in die Luft jagen, wenn
wenn es bedeutet, diese als Druckpolitik einzuführen, um Staaten dazu zu zwingen, bestimmte Politiken durchzuziehen, ist die Konsequenz daraus, gluck, 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 wir werden alle unter Wasser sein. Ich glaube, das ist ein wichtiger Moment in dem Pipeline-Buch, wo Andreas beschreibt, das, was die Fragen aus dem Chat versuchen zu adressieren, wie macht man es? Es gibt eine eröffnende Geschichte über verschiedene Leute, die das Projekt versucht haben, SUVs funktionsunfähig zu machen und sie zu zerlegen. Und wie das ein kurzer, optimistischer Moment der Möglichkeiten eröffnet hat, war und Perspektiven aufgezeigt hat. Und dann gibt ihr zu, dass sie letztlich in die Luft rausgegangen ist und dass die Bewegung, SUVs zu zerlegen, letztlich nachgegeben hat. Das ist eine wunderbare Illustration der Realität, in der die Wendung zu Policy oder Politiken eigentlich eine Bewegung demobilisiert. Und wie es sich dabei um eine Schwächung der Bewegung handelt. Wir haben diese ganzen Beweise dafür, dass systematische und dramatische Veränderungen in der Art und Weise, wie wir unser Leben organisieren, die Produktionsweise, was auch immer, nicht durch den unglaublich langen Bogen der politischen Intervention passiert. Es passiert viel schneller. Und ich würde vorschlagen, dass, weil Zeit so knapp ist, wie Andreas sagt, dass der Trend des Staaten für das Überlegen entstehen ist. Ich denke, es ist interessant, dass in seiner, dass er vorher gesagt hat, dass wir unser pazifistisches Super-Über-Ego, Über-Ich loswerden wollen, ist eine sinnhafte, hilfreiche Wendung. Was ich glaube, was nicht so klar ist, wenn wir diese Form von Metapher verwenden, aus dem psychoanalytischen Bezugsrahmen, ist, wie und warum wir, wenn wir das getan haben, mit Erfolg ein anderes Über-Ich finden würden, der diese Gewalt perfekt kohärent und linear anwendet. Ich glaube, wenn man ein Über-Ich los wird, wenn man da bei dieser Metapher bleiben möchte und seinem Es freie Fahrt gibt, dann okay, wir wollen das Über-Ich wieder reinholen. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Man kann nicht einfach ein Über-Ich mit dem anderen ersetzen. Ich glaube, wir müssen wirklich darauf schauen, wie die Misere, die tausende Menschen auf dem ganzen Planeten erfahren, mobilisiert werden kann. Okay, wir haben jetzt schon enorm viele Fragen und es ist sehr schwer, hinterherzukommen. Ich glaube nicht, dass wir mit allen zu Rande kommen werden, aber wir werden es versuchen. Also ich werde kurz fragen, es bezieht sich auf das, was ihr gerade gesagt habt über die Rolle des Staates. Du hattest den Terminus des Ökoleninismus in die Welt gesetzt, der viel diskutiert wurde in Deutschland. Vielleicht könntest du ein bisschen ausformulieren, was du damit gemeint hast, weil sich darauf bezieht, wie wir den Staat nutzen und auch wie zum Beispiel Lenin festgestellt hat, wir sind in einem Weltkrieg.
Es gibt diese Katastrophe. Wir müssen sofort agieren. Und der Klimakollaps ist nicht diese Art von einzigartiger Katastrophe. Wie findet man hier den richtigen Moment? Wie mobilisiert man? Über eine lange Zeit hinweg. Ich glaube, das macht die Frage auch ein bisschen länger, aber ich möchte auch, dass Joshua etwas weiteres zu seiner Kritik sagt. Wie siehst du denn Bewegungen, die sich auf Wahlen beziehen, zum Beispiel Bernie Sanders, Jeremy Corbyn? Sie haben schließlich einen Green New Deal versprochen. Und ist das so, ist das eine Weise, soziale Bewegungen in eine Form von Programm hineinzuführen, die uns zumindest erlaubt, ein wenig Zeit zu vergewinnen oder etwas zum Klima beizutragen? Ich glaube, Joshua ist hier ein bisschen kritischer als Andreas, aber wir wollten euch beide fragen, was ist mit der Green Industrial Revolution aus einer linken Perspektive? Kann das mit dem, was ihr gerade gesagt habt, irgendwie kombiniert werden? Okay, soll ich anfangen? Okay. Also über den Ökolininismus, ökologischen Leninismus. Ich muss jetzt zugeben, dass die Art und Weise, wie dieser Begriff überhaupt in Druck gekommen ist, ist, dass ich im April in Berlin war während des Lockdowns und dieses Pamphlet einfach niedergeschrieben habe. Ich glaube, ich habe 4, 5 Tage ein bisschen was zum Kriegskommunismus, ökologischen Leninismus geschrieben habe. Und was ich in dem Buch vorschlage, ist eine extrem krude Skizze von dem, was das bedeuten könnte. Ich bin froh zu sagen, dass andere Genossinnen auch über ähnliche Dinge nachdenken. Leninismus als mögliche Quelle von Inspiration für unsere eigenen Strategien in dem Klimakampf. Aber ich glaube, darauf werden andere Diskussionen antworten, die kollektiv geführt werden. Und ich werde jetzt kurz dazu beitragen und meine Skizze ein bisschen erläutern. Also, die zentrale Idee des ökologischen Leninismus, die ich im Buch vorschlage, ist, es ist eine Analogie mit dem Ersten Weltkrieg, als Lenin, Luxemburg und alle anderen, die mit der Ersten Internationalen sich getrennt haben, diese Katastrophe gesehen haben und meinten, dass sie transformiert werden muss in eine politische Krise, in der wir die dominante Klasse absetzen, die Katastrophe anhalten lassen. Die Krise der Symptome muss transformiert werden in eine Krise der Treiber. Und jetzt gerade sind wir in einem chronischen Notstand, mit einem Notstand nach dem anderen, die auf uns zukommen. Ich denke, dass wir wirklich die Pandemie als Symptom der ökologischen Krise wahrnehmen sollten. Unsere strategische Orientierung soll also sein, wir müssen jede Instanz dieser Symptomkrise nutzen und sie transformieren in eine Krise der Treiber. Nun, alle progressiven Kräfte, die Klimabewegung und so weiter, haben sich bislang in der Pandemie sie sind komplett gescheitert. Es gab nicht eine einzige Initiative, die sich wirklich mit den Treibern auseinandergesetzt hat, was den zoonotischen Übersprung und so weiter angeht. Es gibt keine Initiativen, die wirklich auf die Pandemie zugehen und auf zum Beispiel Entwaldung zeigen. Es ist alles nur Symptomsbekämpfung. Wir waren ein bisschen und nur ein bisschen erfolgreicher damit, als wir in 2018, alle Europäer erinnern sich an diesen Sommer, als wir diese wahnsinnige Hitzewelle hatten und Waldbrände in Nordeuropa. Und daraus kamen Fridays for Future, Extinction Rebellion und so weiter und diese ganzen Mobilisierungen, die 2019 sich mit den Treibern beschäftigt haben. Das war ungefähre strategische Orientierung des Ökoleninismus. Es ist nur, dass ich glaube, dass um auf die Treiber zuzugehen,
müssen wir das in einer ganz radikaleren Form machen. Was ist der richtige Moment, das zu tun? Das fragst du. Das ist wirklich schwer zu sagen. Welcher Funke macht dieses Feuer? Was wir wissen, ist, dass wir mehr Klimadesaster haben werden. Aber die Klimabewegung sollte wirklich intern diskutieren, wie wir uns auf diese Einschläge vorbereiten, welche taktischen Initiativen in Antwort auf solche Momente entwickelt werden müssen, sodass wir wirklich zuschlagen können in dem entscheidenden Moment. Ich hoffe, dass es diese Gespräche auch schon gibt in einigen Klimabewegungen. Okay, die Frage bei den Green New Deal, das war vor allem an Joshua gewendet, aber ich möchte kurz sagen, ich würde mich freuen, wenn Bernie Sanders oder Jeremy Corbyn in einer alternativen Geschichtsschreibung diese Staaten geleitet hätten. Ich glaube, wir wären in einer ganz anderen Situation als mit Biden und Johnson. Ich glaube, das lässt sich schnell sagen aus einer linken Perspektive, dass der Green New Deal ein zum Scheitern verdammtes Projekt ist, weil Bernie Sanders nicht gewonnen hat oder weil Corbyn die Wahl nicht gewonnen hat. Ich glaube, diese zwei Projekte waren nicht von Anfang an totgeburten. Sie hatten wirklich ein wenig Momentum und sie kamen relativ nah an einen Sieg. Und wir, die viel weiter links stehen, haben keine besseren Vorschläge gehabt. Und ich glaube, ähnliche Projekte haben Zugkraft und politisches Potenzial, indem sie sich mit wichtigen Klassenforderungen zusammen artikulieren, die über Corbyn und Sanders hinausgehen. Ich würde die aber nicht komplett beiseite legen. Okay. Jetzt aber in Bezug darauf, würdest du zustimmen, dass Bernie von dem DNC abgesetzt wurde? Ja, sicher. Ich bin nicht up to date mit diesen Diskussionen, aber ich bin mir sicher, ich weiß, dass in der DSA und anderen Teilen der amerikanischen Linke das Gespräch eingeleitet wurde, ob man weiter sich mit der Demokratischen Partei abgibt, und genauso im Vereinigten Königreich. Ist das das Ende des Versuchs, Labour zu transformieren? Und wollen wir jetzt wieder zurück auf linke Gruppierungen, die sich außerhalb dieser Parteien bewegen, zurückgehen? Und nee, ich bin absolut offen diesen Schlussfolgerungen gegenüber. Lass diese Parteien ihren neoliberalen Schicksalen und lass uns andere Formationen wieder angehen. Aber ich glaube trotzdem, dass das Zentrum des Green New Deal, der Versuch, Kräfte in der Gesellschaft neu auszubalancieren, in Richtung des Übergangs aus den fossilen Brennstoffen hinaus, immer noch Potenzial hat und nichts an Wichtigkeit eingebüßt hat. Ich glaube, dass wir jetzt schon ziemlich weit von unserer vorsichtigen Frageplanung weggekommen sind. Aber das ist, weil es ein wirklich vitales Thema ist. Wir sind jetzt schon am Herz dessen, wo wir fragen müssen, wie finden wir einen Weg nach vorne finden, wie überleben wir? Und ich möchte darauf auch antworten. Also ich werde einmal kurz über Sanders und Corbyn, den Green New Deal sprechen. Und vielleicht komme ich da auch über Lenin hin, da alles früher später über Lenin führt. Ich sehe mich nicht als Antileninisten. Ich sehe mich als Kommunisten durch und durch. Aber ich glaube, dieser Moment von Lenin, der als heroische Moment dargestellt wurde. Ich glaube, daran halt etwas nach.
Diese Idee von ausgeweiteter Produktion, immer mehr Kapazität, immer mehr Energie. Wir werden jetzt damit mit der Elektrifizierung den Kommunismus ausbauen. Ich glaube, das ist nicht die Situation, in der wir gegenwärtig sind. Und das wissen wir doch alle. Die Frage ist, wie bauen wir den Kommunismus mit weniger und immer weniger Energie? Das ist nicht, weil das besonders begehrenswert ist. Ich möchte jetzt nicht über Degrowth reden. Es geht jetzt nicht um irgendeine Ethik des Begehrens, aber es wird einfach kein Wachstum geben. Es wird keine grüne industrielle Revolution geben, weil industrielle Revolution definiert wird von massiver Kapazität für Wachstum, für Einschluss der Arbeitskraft und Ausbeut. Und das produziert Jobs. Wir sind immer noch in einer Situation, wo Menschen arbeiten müssen, um zu essen. Und die Idee, dass der grüne Industrielle, die jetzt diese ganzen Jobs produzieren wird, für die momentan Joblosen, das wird nicht passieren. Das meine ich mit einer der Grenzen. Die Grenze des Wachstums. Und das ist eine wirkliche Grenze, die unsere Optionen definiert. Unsere Strategien, unsere Taktiken müssen das vor Augen haben, dass die Expansion des Kapitals und die Integration der Arbeitskraft nicht vorankommen. Wenn wir eine sozialdemokratische Regierung haben, die in diese Richtung gehen, Sanders, Corbyn, wenn sie gewonnen hätten, dann hätten wir immer noch dieses Problem. Ich bin einverstanden damit, dass das Argument gegen diese beiden darin besteht, dass beide verloren haben. Das ist natürlich Quatsch. Selbst wenn sie gewonnen hätten, wären die Grenzen des Kapitalismus immer noch die materiellen Bedingungen, die unsere Leben bestimmen. Und also ich denke, wir müssen über ganz andere Wege nach vorne nachdenken. Und darum möchte ich auf unsere Gespräche am Anfang zurückgehen. Denn wir nochmal über den Sommer 2020 nachdenken, der so offensichtlich gemacht hat. Und ich glaube, das geht auch auf Dennis' Frage ein wenig wieder ein. Wenn wir sehen, dass es ein Moment des Elends ist und es wird nicht besser. Aber ein interessantes Ding ist passiert, dass wir in den USA wirklich gesehen haben, dass zwei Optionen offen standen, durch den linken Flügel der Demokratischen Partei zu arbeiten, um jemanden zu wählen wie Sanders oder und dann gab es auf der anderen Seite, wir nennen den vorherigen den Parteikurs, und dann auf der anderen Seite gab es den Minneapolis-Kurs, die Politik von Minneapolis und Kenosha, die Politik eines nationalen, von Schwarzen geleiteten proletarischen Aufstand auf großer Skala. Und ich glaube, es wäre optimistisch zu sagen, dass zwischen diesen beiden Sachen die Dinge gut stehen für die Linke. Aber ich denke, dass wir hier Optionen durchdenken können, wie wir weitermachen könnten. Und ich fand eine Sache überzeugender. Nicht aufgrund ihrer ethischen Forderung, aber aufgrund ihrer Kapazität, wirklich auch Transformationen anzutreiben. Und ich denke, wenn wir wirklich uns die Möglichkeiten anschauen, die wir haben, ist doch eigentlich die Wahl relativ klar, welcher Kurs. Ich werde aber damit jetzt kurz schließen. Okay. Vielen Dank, Andreas. Möchtest du darauf antworten? Okay, kann ich kurz darauf antworten? Na sicher. Also, auf die Frage nach Lenin. Ich kann jetzt nicht widerstehen, ich möchte darüber reden. Also natürlich hat Joshua komplett recht, dass Lenin
eine Form von Sozialismus vor Augen hatte, die mit einem immer größeren Überfluss an Waren zusammenhängt, der beginnt mit der Elektrifizierung. Und das war das gesamte marxistische, allgemeine marxistische Modell. Wir müssen einmal die Fesseln des Kapitals sprengen und danach wird sich Produktion einfach immer weiterentwickeln. Und die russische Revolution ist aber eine Ausnahme gewesen gegen diese Theorie. Es ist in einem Zustand des absoluten Kollaps passiert. Sie mussten. Es gab keine Brennstoffe. Es gab keine Kohle. Es gab kein Öl. Und das Problem war, dass Lenin und die Bolschewiki damit umgehen mussten. Sie mussten improvisieren. Sie mussten mit der postapokalyptischen Situation und dem Zerfall der Gesellschaft umgehen. Das, was sie Kriegskommunismus zeitweise genannt haben. Aber seither, wie ich sage, die traditionelle Interpretation dieser Zeit ist, dass so keine sozialistische Revolution vor sich gehen sollte. Nun aber, ich denke, dass wir jetzt sehen können, und das auch in Bezug auf was Joshua gesagt hat, dass die Zukunft eigentlich genauso aussieht. Die russische Revolution ist nicht die Ausnahme. Es ist die Regel, wenn es darum geht, wie wir aus dem Kapital rauskommen. Wir werden über mehr Brachlandschaften regieren müssen und nicht über Paradiese. Wir werden mehr mit Verknappung zu tun haben. Und deswegen habe ich den Begriff des Kriegskommunismus eingeführt, um vielleicht auch um mit der Idee von vollkommen automatisierten Luxuskommunismus zu brechen. Mit der in den letzten Jahren populär wurde und der glaubt, dass wir unendlich viele Waren haben werden. Ich glaube, dem ist nicht so. Wir werden mit einer wahnsinnigen Verknappung zu rechnen haben. Und wie wollen wir den Kommunismus aufbauen in einer Gesellschaft, die mit Verknappung zu tun hat und nicht mit unglaublichem Überfluss? Und ich glaube, das zeigt, dass die russische Revolution überhaupt keine Ausnahme war, sondern nur gezeigt hat, dass die Bolschewiki die Zukunft verstanden haben. Insofern, ich bin jetzt ein bisschen offensichtlich auf der Seite des Salvage Journal und dem, was sie Salvage Kommunismus nennen. Aber lass mich kurz sagen, dass wenn Sanders und Corbyn gewonnen hätten, wäre das Problem gewesen, natürlich, dass alle Grenzen des Kapitalismus noch da wären. Aber trotzdem glaube ich, dass die Linke im Vereinigten Königreich und in den USA das genau wusste, dass das der Moment ist, wenn der soziale Kampf erst wirklich losgeht. Ich glaube, niemand auf der linken Seite dieser Parteien hat geglaubt, dass diese Parteien von selbst die kapitalistischen Grenzen wirklich angreift. Aber wir müssen nachdenken darüber, dass tatsächliche Wahlgewinne möglicherweise, wenn sie mit sozialen Kämpfen zusammenhängen, ein wenig gegen diese Grenzen Druck ausüben können. Und wenn man Glück hat und wenn die Leitung dieser Parteien nicht wie die von Syriza einfach bröckelt. Und klar, Wahlgewinne können solche Prozesse antriggern. Aber ein letztes. Wenn es darum geht, wie man die Rolle des Staates und die Rolle der Klimabewegung nebeneinander stellt, ist mein Punkt, dass wenn wir wirklich Emissionen zurückstufen müssen im globalen Norden und wirklich so schnell es geht jede Produktion von fossilen Brennstoff anhalten müssen, wie können wir wirklich glauben,
dass wir aus der Klimabewegung, unsere Rights, unsere Communes wirklich diese Form von Programm umsetzen? Oder ist es nicht notwendig, dass Staaten dies in einer zentralisierten und koordinierten, sogar zwingenden Weise machen? Müssen Staaten nicht bestimmte Kapitalisten zwingen, ihre Operationen einzustellen? Und wie, wenn wir das zum Beispiel machen würden, wären wir nicht eine Form von Staatsapparat? Okay. In Kürze gesagt, gehst du einfach davon aus, dass es einen Staat gibt. Aber ich würde lieber das offen lassen. Ich möchte lieber über Möglichkeiten nachdenken, als einfach von vornherein davon auszugehen, was das Fazit ist, was meines Erachtens keine richtige politische Strategie ist. Ich habe jetzt eine Frage, die sich individuell an Joshua richtet. Danach eine an Andreas. Ich möchte einmal kurz sagen, was die Tendenz der Fragen im Chat angeht, es gibt ziemlich viele über Formen der Gewaltteilung und spezifische Organisationsfragen, zwischen dem Kommunenmodell. Manche Leute fragen, was ist die Drohung der Renationalisierung, was man zum Beispiel den Klimaleviathan nennt. Aber was ist mit der Drohung eines tatsächlichen Ökofaschismus? Okay, das sind so ein paar Sachen, die gerade durch den Chat gehen. Und auch über die Rolle der Gewerkschaften, also ein paar Aktivistendiskussionen aus der Bewegung. Und dann haben wir noch eine Sache. Die Frage über die Rolle der Medien als Katalysator der Bewegung außerhalb der üblichen Kanäle. Ich denke, wir könnten jetzt aber noch zwei weitere Fragen haben und dann öffnen wir die Diskussion für alle anderen. Okay, super, ich nehme das als Ja. Okay, ich habe eine Frage für dich, Joshua. Also, nochmal, könntest du ein bisschen den Begriff auseinanderlegen, den du in deinem Buch benutzt, die Produktion der Nichtproduktion? Könntest du ein bisschen mehr dazu sagen, wie du es in deinem Right Strike Right benutzt? Du benutzt diesen Termini, um die Krisentendenz des Kapitals seit den 1970ern darzustellen. Und wie kommen wir eigentlich von Marx' allgemeinen Gesetz der Akkumulation zu einer Fanon-inspirierten Idee von einem Kapitalismus, der sich gezwungen sieht, als kolonial zu handeln? Was du ein bisschen darstellst und der daran scheitert, wesentliche Teile des globalen Proletariats zu absorbieren. Okay. Und wäre es richtig zu sagen, dass dein Argument über die soziale Zentralität des Riots und anderer Formen der Zirkulationskämpfe, könnte man sagen, dass das sich auf die Idee der proletarischen Reproduktion stützt, oder ist das eine Vereinfachung? Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Vereinfachung ist. Ich glaube, das ist eine etwas komplexere Version. Ich habe versucht, das Buch ein bisschen einfach zu halten. Ich werde versuchen, das zu beantworten. Das hat mit dem zu tun, was ich am Anfang gesagt habe, politische Gewalt. Und es geht mir nicht darum, ob es gut ist oder nicht, sondern aus welchen Gründen sie an bestimmten historischen Wendepunkten stattfinden. Zum Beispiel, warum sich Bewegungen lange Zeit an den Streik orientiert haben. Und das ist natürlich nicht komplett weggegangen. Aber die Arbeiterinnenbewegung ist natürlich um einiges kleiner geworden. Und andere Formen wie Blockaden, die schon immer auch
da waren, im Moment präsenter geworden. Die Frage ist nicht, ist das gut, ist das schlecht? Das ist natürlich eine Frage, die wir stellen können, aber warum ist die einfache Frage? Und mein Begriff der Produktion, der Nichtproduktion ist ist Marx rückwärts gelesen. Ich glaube, das ist in Marx. Ich meine, Marx interessiert sich prädominant mit der Produktion. Produktion fürs Kapital, Mehrwert. Und eine der Fragen, die er hat, ist logisch und historisch, wie das sich über Zeit entwickelt. Und okay, entschuldigt ein bisschen, es ist jetzt ein Intro zu Marx, aber er sagt, dass Kapitalisten ihr Kapital nutzen, um Arbeitskraft anzuziehen. Und ich möchte jetzt gar nicht nur darüber reden, was Lohnarbeit angeht. Es gibt natürlich zahllose Arbeiterinnen, die unbezahlte Arbeit machen. Aber nehmen wir jetzt einmal kurz westliches Kapital und es zieht diese Leute in die Fabriken, die dann für Profit verkauft werden. Und über längere Zeit hinweg und auf nichts anderem handelt Band 1 des Kapitals, ist, dass die Konkurrenz der Kapitalisten untereinander um die Verwirklichung des Mehrwerts hauptsächlich darin besteht, die Prozesse zu verbilligen, mit denen sie ihre Profite machen. Und dazu gehört natürlich insbesondere, wie viel Geld sie für die Arbeit ausgeben. Und die Prozesse werden immer produktiver und die Entwicklung von verschiedensten Formen der Kraft, ich meine jetzt wirklich fossile Brennstoffe und so weiter, die Produktivität anheizen und die es braucht, um eben diese Dinge herzustellen. Und über die Zeit entwickelt sich das so, dass man einfach immer weniger Arbeiter braucht, um eben diese Dinge herzustellen. Und ich kann jetzt nicht die gesamte Krisentheorie zusammenfassen, aber wir können nachher nochmal privat zoomen, wenn ihr ein paar Arbeitsgemeinschaften haben wollt. Aber okay, über die Zeit hinweg gibt es diese ganzen Krisen, zum Beispiel so wie die jetzige, in der besondere Prozesse sich einfach nicht mehr reproduzieren können. Das nennt man dann eine Finanzkrise oder wie auch und immer. Und es gibt diese Momente, an denen es einfach keinen Grund gibt, warum der Autofabrikant Autos herstellen sollte. Und deswegen hört er auf, die Fabrik stellt ein, es gibt keinen Grund, weil man diese Autos nicht verkaufen kann. Okay, die Fabrik macht keine Autos, der Kapitalist hört auf zu investieren, die Arbeiter hören auf zu arbeiten. Okay, die Arbeit ist eine Kapazität, die Fabrik ist eine produktive Kapazität und der Kapitalismus ist eine produktive Kapazität. Nur ist die Natur des Kapitalismus diejenige, dass diese ganzen anderen Kapazitäten unbenutzt bleiben. Man hat Menschen ohne Arbeit, Fabriken, in denen nichts passiert und Kapitalisten, die einfach durch Banken hindurch ihre Profite hin und her schieben. Und all diese Dinge sind unproduktiv. Kapitalismus produziert diese Art von Überflusskapazität als Nichtproduktion. Leere Fabriken, Überflussbevölkerung. Und diese Situation, das ist diejenige, in der wir uns gerade auf globaler Ebene befinden. Und ich glaube, darüber lässt sich gar nicht streiten. Was diese Menschen angeht, es ist überhaupt keine Bewertung der Leute, die Überflussbevölkerung sind. Das ist aus Sicht des Kapitals geredet, natürlich. Aber das Problem der Überflusspopulation ist eines, das wir im Auge haben müssen, wenn wir über Strategien nachdenken müssen. Deswegen wir auch Taktiken sehen, die eben nicht von Arbeitern ausgehen und die auch für Leute, die außerhalb
des Produktionsprozesses gesiedelt sind, offen sind. Deswegen der Riot ein besonderes Beispiel oder Pipelines in die Luft jagen. Man muss eben kein Arbeiter sein, um an Riots teilzunehmen oder eine Pipeline in die Luft zu jagen. Um zu streiken, muss man das schon. Und diese Strategie ist darum, für diejenigen greifbar, formalen Lohn, aus dem formalen Lohnverhältnis ausgeschlossen sind. Und ich glaube, dass an der Stelle Perspektive zusammenfallen, aber wir sehen natürlich unterschiedliche Möglichkeiten der Emanzipation. Wie das dann vor sich geht, darüber sind wir nicht einverstanden. Okay, Andreas, entweder du antwortest darauf oder okay, ich möchte sagen, ich bin komplett mit Joshua erstanden. Ich muss sagen, die Idee, dass die Blockaden und alle diese anderen militanten Bewegungen gegen fossile Brennstoffe haben, das passt total gut in das analytische Rahmenwerk, das sich Joshua entwickelt hat. Und ich habe einen Chat hier gesehen und ich hoffe, wir können bald diese Fragen auch einbeziehen. Und da hat jemand über Ende Gelände nachgefragt. Und okay, schau, in meinem Buch rühre ich ein bisschen die Werbetrommel für Ende Gelände als die beste Form von Klimabewegung, die es in Europa gibt. Und ich weiß nicht genau, was zum Beispiel in den USA oder Kanada passiert. Aber Ende Gelände ist die radikalste und in manchen Belangen auch die erfolgreichste Form von Klimabewegung, die wir in Europa sehen. Es auf die Arten operiert, die Joshua darstellt. Mit Menschen, die nicht Arbeiter sind, aber auch nicht notwendigerweise als Arbeiterinnen am Arbeitsplatz. Ich kann eine Pipeline in den Luft jagen, genauso wie der Arbeiter von BP. Jeder kann das tun. Und das sind Leute, die von überall herkommen. Ich weiß nicht genau, ich habe keine soziologische Erhebung gemacht darüber, wer zu Klimakrise geht. Aber das sind insgesamt Leute, die Menschen mit Eigentum oder ohne, Leute, die nicht in der herrschenden Klasse sind. Und wir können diese Camps machen. Es gibt diese ganzen Ideen, wie man den Kampf eskalieren lässt. Ich möchte nicht, dass irgendjemand glaubt, dass die einzige Sache, die passieren soll, ist, dass Leute Pipelines in die Luft jagen. Okay. Dann kann es sein, dass die Idee darin besteht, Ende Gelände ein bisschen mit den Taktiken von Extinction Rebellion zu verbinden ist und die Logistik der fossilen Brennstoffe gezielt aufzusuchen. Und das wäre natürlich ziemlich auf einer Linie mit Joshuas Ideen. Ich bin dafür, mit all diesen Dingen zu experimentieren. Ich glaube, wir sollten ein bisschen ausweiten, was unsere Idee des Klimaaktivismus ist. Das war natürlich auch ein. Wir können jetzt weitermachen. Okay, ich glaube, wir haben jetzt die Frage über die Diversität der Taktiken hinter uns gebracht. Aber ich möchte jetzt einmal kurz eine Frage, die im Chat aufgekommen ist und die ich selber auch hatte, vortragen: nämlich, dass es gibt. Rosa Luxemburg hat gesagt, dass es gibt immer einen reaktionären Gegenschlag, wenn man nur halbe Maßnahmen hat. Wenn man den revolutionären Moment verpasst, kommt die reaktionäre Antwort. Und das könnte natürlich sein Bourgeois-Autoritarismus, der grüne Kapitalismus. Das ist ein Szenario, wo alles ein bisschen langsamer vor sich geht, aber nichts wirklich sich verändert. Und auch im Chat wurde dann gefragt, was ist mit
der Möglichkeit von Ökofaschismus. Und Andreas, ich weiß, darüber schreibst du gerade ein Buch mit dem Clara Zetkin Kollektiv. Könntest du ein wenig darüber sprechen, wie wir mit dieser Möglichkeit umgehen sollen aus der Linken? Ist das wirklich, kommt das ums Eck gerade oder was glaubst du? Was ist die Gefahr? Okay, also diese zwei kurzen Bücher, die ich geschrieben habe zu diesem Thema, gehen nicht von irgendeiner grundlegenden Recherche aus, aber das, was wir im Mai rausbringen, da sind wir 20 Leute, die viel dazu geforscht haben. Und was wir herausgefunden haben, ist, dass grüner Nationalismus oder die radikalere Form Ökofaschismus immer noch eine Minoritätsposition ist in der extrem Rechten. Es ist überhaupt nicht da für in Brasilien und kaum in Frankreich. Die vorherrschende Position ist die Verleugnung des Problems und totaler Chauvinismus über die Produktion von fossilen Brennstoffen. Das sieht man auch mit den Swedish Democrats. Und das ist immer noch die vorherrschende Meinung. Und dann hat man so ein paar Agenten, die auf der extrem Rechten ein wenig zu Klima sprechen. Und das sind in Frankreich vor allem, auch ein bisschen in Deutschland, auch ein bisschen in Finnland. So wie der Christchurch-Attentäter. Aber ich glaube, wir werden mehr davon sehen. Das glaube ich schon. Aber ich glaube nicht, dass wir die Antiklimapolitik der Rechten verschwinden sehen werden. Und ich glaube, dass die rechte Politik eine Form von Klimapolitik ist. Es ist einfach nur ein Versuch, abzulenken, Muslime umzubringen oder Migranten abzuwehren. Aber ich glaube nicht, dass wir auch ein komplett, ich glaube, dass wir das sehen werden, einen absoluten pro-fossile Brennstoffe rechte Bewegung. Denn wenn man anfängt, dagegen anzugehen, dann wird man auf jeden Fall einen Rückschlag erleben. Und die Rechte ist eben die Form davon. Wir werden diese Konfrontation nicht wegwünschen können. Wenn wir wirklich einen schnellen und radikalen Übergang wollen, weg von den fossilen Brennstoffen, werden wir Leute antagonisieren, die wirklich diesen Interessen und Privilegien entsprechen. Und die Frage ist, wie sind wir erfolgreich in dieser Konfrontation? Okay, wenn ich deine Frage richtig verstehe, werden militantere Taktiken nicht der extrem Rechten helfen? Möglich. Und hier bin ich vielleicht auch mit Joshua nicht einverstanden. Ich glaube, dass Gewalt in die Klimabewegung einzulagen, da geht es nicht darum, diese Kräfte einfach unkontrolliert loszulassen. Ich glaube, wir müssen schlau sein und beschränkt und ein paar Regeln vor Augen haben, wie wir militantere Aktivitäten wirklich integrieren können in die Klimabewegung und zum Beispiel bestimmte Dinge nicht tun. Zum Beispiel die Subway in London oder Eigentum und Waren zu attackieren, die irgendwelchen Arbeiterinnen gehören. Man kann sich natürlich einfach ins Bein schießen, wenn man dumme Formen von Sabotage auswählt. Und das muss man versuchen zu vermeiden. Wenn ich ein Rezept hätte, wie man die Extremrechte besiegt,
Das wäre toll. Aber ich habe so ein Rezept nicht. Und auch in unserem Buch haben wir das nicht. Aber in unserem Buch versuchen wir zu verstehen, wie Rassismus und fossiler Brennstoff so extrem miteinander zusammenhängen in der gegenwärtigen Geschichte, vor allem in der letzten Dekade. Und diese Trends ein bisschen weiterzudenken und zu schauen, wo diese uns hinbringen und eben wirklich davor warnen, jegliche Rhetorik, die mit grünem Nationalismus zu tun hat, aus der Klimabewegung auszuschließen. Wir sollten niemals über Immigration als ein Problem oder mit Überbevölkerung zu tun haben. Das sind falsche Argumente. Ich kann aber auch nicht sagen, dass ich weiß, wie wir diesen Kampf gewinnen. Ich glaube nur, dass wir in diesem Kampf sein müssen und nicht vor ihm zurückschrecken sollten. Ich glaube, das stimmt und ich bin eigentlich mit jedem dieser Worte einverstanden. Ich glaube, das ist die Frage, dass wir sehen, dass wenn wir uns zu sehr auf eine Seite kapezieren, entweder das Ende des Wachstums oder das Problem des Klimas, wenn man einfach versucht, die Faschisten danach zu unterscheiden, ob sie Klima als Thema sehen oder nicht. Aber wir müssen diese Form der kombinierten Kämpfe in Betracht ziehen. Und wenn wir das tun, dann sind wir schon mittendrin im Thema der Klimamigration. Und diese Transformation, die wir in Europa gerade sehen, genauso wie an anderen Staaten, was ich die Festung der Linken nenne, in der linke Parteien in unseren Staaten damit begonnen haben, Migration entgegenzuwirken und zu sagen, nun, es gibt eben nicht so viele Jobs, sie müssen die Migranten draußen halten, bla bla, deutsche Jobs für Deutsche. Das ist auch schon absolut eine Klimalogik. Es ist der Versuch, limitierte Ressourcen zu kontrollieren, selbst wenn es das gar nicht explizit macht. Okay, selbst wenn es nicht sagt, dass es ein Klimanationalismus ist. Es ist trotzdem damit unumgänglich verbunden. Es ist die Logik des Beschützen der Ressourcen. Und das hat einen nationalen Charakter und damit hängt eben auch der rassifizierte Charakter zusammen. Und da überschneidet sich eben das Ende des Wachstums und der Klimakollaps. Und es ist unsere Pflicht, über beides nachzudenken, als Menschen, die versuchen, einen Ausweg zu finden. Okay, also Ines, was glaubst du? Sollten wir jetzt damit beginnen, Fragen entgegenzunehmen? So many questions, and some have now been answered. But I mean, I know that Joshua wanted to talk about the political organization question. There were many questions about how you then view what kind of political organization is then suitable to that kind of strategy. But then also lots of questions about indigenous riots that you also wanted to take up on. And yeah, I would like to invite you to do that. If it fits together, I mean, tell me if it's too much for one question. Oh yes, but I want to second this. And so many people have been asking about not just Ende Gelände, but also Idle No More and the protests against the Great North Dakota Access Pipeline. Mm-hmm. And they want to hear about that a little bit, if possible. Okay. Thank you so much. And Isolde is telling us that she's collapsing out now. So I think we have to deal with that. Speak slowly for the Germans, maybe. Okay, I'll do my best. I'm glad that we can take a moment to talk about indigenous struggles in North America, since I think they're a complement to, among other things, the Ende Gelände struggle in Germany. In North America, the tradition of pipeline blockades and other forms of sabotage, but most notably blockades, is in many ways an indigenous tradition, right? The tradition of
a particular relationship of kinship to the land, and thus of being water protectors, land defenders. This is an indigenous tradition. I've learned much about this from people like Nick Estes and Glenn Coulthard and various other people. And I think it points to some important features that are worth dwelling on for a moment. So Andreas has raised the vital question of you know, what distinguishes climate movements from the George Floyd uprising is that there's no clear sort of moment of precipitation, right? There's no 8-minute video and sort of focused outrage of the repeated violent destruction, murder, subordination. It's mediated at a distance and seems impersonal. But when we think about, for example, the Standing Rock uprising, right, which is in many ways like follows on Idle No More. It's neither the first nor the last of pipeline blockades, but it's a dramatic social movement. And I think arguably the most important social movement in North America alongside the George Floyd uprising for various reasons, in part because it makes climate part of its fundamental claim, but not its only claim, right? It matters that there's a history there of sovereignty struggles, of land dispossession, in which a lot of indigenous struggle is based, right? So if you can combine a contestation about land dispossession and people's displacement from the land with climate defense, you have the possibility for a more powerful integrated movement that does sort of take off at least for a time being, until extraordinary repressive measures are applied, that sort of takes off in a way that I think gives me a little bit of hope. And moreover, I think that what happens there and in other blockades is a really useful schema for thinking about struggle in general. So I really want to focus on the pipeline blockade for just a moment in thinking about organization. So I talked before, and you know, it's sort of what I work through in Riot Strike Riot, of the pairing, the dialectic, if you will, of production and circulation as the two moments of capitalist reproduction. But of course, that doesn't capture all of human activity. Even if we stay in a fairly simple schema, there's production, there's circulation, and then there's reproduction, right? Reproductive labor, often feminized, but not you know, intrinsic to its nature, which doesn't just include biological reproduction, but other kinds of reproduction, including reproducing a workforce, right? It's not noble or honorable to reproduce a workforce, but it's something we have to do. And moreover, how we reproduce ourselves as communities is going to be a necessary feature of some kind of life outside of capitalism. And I deeply believe that there's no survival for any of us, human and otherwise, except outside of capitalism, and that has to happen pretty quickly. So we have to be thinking about this question of how we reproduce ourselves outside of capitalism without reference to buying things in the market, without reference to earning a wage. And if we don't think about that, we're all dead. And when we think about the blockade, we see that that's one of the questions that's getting raised, right? Because people have to figure out how to organize that community to make it persist, because a blockade only matters if it lasts day after day, week after week, month after month. So that community that is the blockade has to figure out how to reproduce itself. So that's what I call a commune, right? I don't mean it has to look like communes, don't have to look like Paris in 1871, nor do they have to look like Morelos in 1911 or Shanghai in 1927. They look like a community figuring out how to reproduce itself without reference to capitalism. And you have to do that to make a blockade work. You're still within capitalism. It doesn't magically leave it, but it's one of the puzzles, right? It's communal reproduction. At the same time, it's a circulation struggle, right? It blocks the circulation of fossil fuels and blocks the circulation of capital itself, right, in doing that. So it's simultaneously a reproduction struggle and a circulation struggle. It's a commune and a riot at the same time, if you will, that's sustained over time. I think that's a remarkable feature, and also has the feature of overcoming the seeming opposition between, on the one hand, like we must engage in care and be peaceful and caring. And on the other hand, we must be militant and blockading. It turns out it's the same thing, right? Because people care from each other,
care for each other in that communal form, they can blockade capital. It's the same single unitary act. And I think I see that as a way forward, right? I see that as the political form, which is not just a circulation struggle like a riot, not just a production struggle like a strike, but has the features of being a circulation struggle, which as we know has come to the fore for material reasons, and a reproduction struggle, the beginning of a commune. And so I think that's the organizational form that Standing Rock directs us toward, that Endigalenda directs us toward, that all of these efforts direct us toward, that again, when I see the possibility for a way out, I think I see some of it there. So I think looking at indigenous struggles in North America, I take from that a series of revolutionary lessons about survival. Oh, wonderful. Many thanks, Yashu. We have more, that was awesome. We have many questions in the chat, but many have also been answered already. So would you rather respond to that, Andreas, to what Joshua just presented regarding the commune form, struggles across these spheres and struggles for reproduction outside of capital, or take on a specific question from the chat or Ines? I don't have any objections to what Joshua just said. It's a compelling vision, and I agree basically with everything. Okay. So let's take more from the chat. Okay, let's take more from the chat then. Joshua, you were raising your hand. Were you? No, I was just giving a thumbs up approval to take questions from the chat. Okay, excellent. So let me read a question from the chat. Here is one. For instance, to Joshua, how could we understand ecological struggle in your framework? Ecology seems to touch a question that extrapolates the scheme production circulation. It is not a struggle on work conditions or public transportation, gas taxes, for instance, because it is about life itself and the non-human world, the very condition of humanity. At the same time, the effects of ecological catastrophe will be felt more intensively by the superfluous and racialized populations. I think I just answered that, or at least I meant to, which is to say, I agree, right, that, right, we don't, when I talk about circulation struggles, I don't want it to be reduced simply to transport, right? It often gets discussed that way, and for good reason, right, because the transport of commodities has become more and more important to capital and more the development of logistics chains around the globe and so on. But when I talk about circulation struggles, I mean struggles by people who've been pushed into the space of circulation, which is to say the space of the market, but not the space of the wage. So they're still having to survive by buying goods at the store or the market, but they don't have direct access to the wage. And that's the first condition of a circulation struggle, is it's a struggle, right? People fight where they are. That's the one thing we know. And if people are pushed out of the wage, but are still in the market, that's where they're gonna fight. If people are pushed off their land, that's where they're gonna fight. So circulation struggles include things for me like blockades, occupations, gatherings in public squares, all the things that happen in the space of the market, the agora, public space, as opposed to the space of the factory, the workplace, and so on. So it's absolutely the case that for me, that ecological struggles often take the form, like our circulation struggles, not because climate collapse is not the same as commodity transport, which is clearly true, but because the people who engage in climate struggle are often going to be people for whom the question is not their working conditions, but their living survival conditions, their subsistence conditions. And again, when I think about land defenders and water defenders, this seems to make sense within that framework. So I absolutely agree that there's a coming together of the people who are most affected by climate devastation and the people who are most likely to fight it. And that's good news, right? The fact that those two categories turn out to be the same category and converge, that's how politics works. The people who are most affected by a problem are the people who are most likely to fight it. So in that sense, there's some hope.
Yeah, I just promised in the chat that I would take up on, or I would summarize some of the questions so we don't have like masses. I mean, summarizing in a sense that I hope they make sense together, because many people ask about what kind of new literature do we need, what kind of new propaganda, non-corporate media. And I mean, since I'm doing a socialist magazine, I know how important it is to have a different kind of narrative. And people are asking like, what kind of new narrative do we need? How do we shape new propaganda for this cause? I mean, this is a huge question, obviously, and you and our media experts, I guess, but maybe, many people were interested in what kind of new great narrative do we need this one, or how do we transport the message so that we mobilize a majority, which I guess we need, to both of you, if you have any ideas. I mean, I'll say something brief. I'm probably the greatest skeptic about the power of media. Not that I think it's not powerful, but I tend to think that, you know, that our actions lead and representations of them follow. And I don't have the faith that I once had, to be honest, in that one can produce compelling and persuasive literature that moves people to action. I tend to think people get moved more by their own conditions. That said, I want to go back to the very beginning of our conversation this evening, where Andrea spoke about the way that the George Floyd uprising disproved various claims about the need for pacifism to get people to join a movement. That's correct, right? And that's a media story, among other things. It was, in the classic sense, a charismatic action. Right? It was an action people did that was disseminated by quite hostile media. The media coverage of that, believe me, I was here. The media coverage of that was relentlessly hostile. And yet it was disseminated and so charismatic that people joined in and got with it. So in that sense, yes, it matters what you do. It matters that people know you're doing it. It matters that message gets carried. I think focusing too much on developing a sympathetic media rather than doing the actions is maybe not the best way to devote one's energies, although I understand why people would want to do that. But I think the charismatic action is its own media and will circulate. And as Andreas noted, it works. Yeah, I agree with that. I think, at some point this becomes inevitably a discussion about social media and about the left in the new media reality that digital technologies have created. And I'm by temperament and a little bit by intellect as well, a Luddite on these questions. So I tend to be fairly hostile to social media. And actually believe that it has done more harm than good to the left and more good than harm to the far right so far, and that we need to think about how we organize beyond and perhaps not without social media, but in forms that shed some of the extreme evanescence of the social media technology or the social media and digital technologies. And what I mean by this is that social media and digital technologies do not seem to be conducive to solid organizational projects, but to what I think actually is a bane of our time, which is the sudden eruption and disappearance of movements. They come and go like tweets. Obviously you can argue against this by saying that social media played a very positive role in the George Floyd uprising. And it did, it played a positive role in other uprisings of the past decade. But there is something extremely constraining about the politics that comes out of social media, and that it doesn't build lasting formations, which I think we really do need. Clearly, we can't opt out of it, and we have to tell our stories through the media channels that do exist.
But I mean, I imagine someone could write a Leninist critique of social media and apply some of his frustration with the evanescence of politics in the late Tsarist Empire to the current situation, mutatis mutandis. I mean, it's obviously extremely different. Yeah, I'll leave it there. I don't know if it makes sense. Agree completely. Thank you so much. I have one, I think, already final question from the chat. My apologies to everybody who wrote questions in the chat. I hope many of them were answered. And also greetings to, or many thanks to Isolde, our translator. She had to stop at some point. She did wonderful work, amazing. And maybe there will be subtitles maybe for the YouTube version. But here's the question. I mean, there have been questions about Andreas's Leninism, right? What kind of exactly? And also questions regarding his apparent agnosticism. Just citing one interview with Alf Hey Banga Banga, where he called himself an agnostic in regard to nuclear. But I really don't think we have the time to go there now, although it is an important question, clearly. So many thanks. But the actual final question is, I'm sorry for being the one responsible for that, is, well, what is your sexy counterclaim, both of you, right, to Mark Fisher's notion of red plenty or the luxury communism thesis? From a standpoint of the condition of capitalism's non-reproduction. So there apparently some people really seem to care about the promise, right, of plenty, you know, of luxury communism. So what's your response to that? Yes. So let me just say that the struggle for survival will be key in the coming decades, but we can't just offer people survival. And my little rant about war communism earlier on may have left you with that impression that it's only about surviving. I actually think that there is still space for telling people that lives will be improved by the transition away from the fossil economy. And I think this is one of the really important things with the GND framework, that you can actually offer people a vision of material betterment, not necessarily as in having access to more certain kinds of commodities, and people will have to fly less, whatever class they come from, and things like that. But people can work less and have better works, better jobs, and safer jobs, and all sorts of trans. I mean, the climate movement has spent a lot of time and its intellectuals on outlining this kind of vision, this kind of future. And I think there is a lot of stuff there that's worth continuing to work with and try to bring to people, so that we don't only have the negative vision of avoiding death. I mean, that's going to be crucial, but the way to avoid death is to also make the lives of working people and people who can't work better. That doesn't mean luxury in the sense that it's in the way that it's envisioned by the Falk people, I think, as in extreme abundance of all sorts of goods and asteroid mining and these kind of techno utopias. But it does mean that the only way not to die is to make the lives of the majority of people better. And that, I think, it begins with working less for the people who have jobs. Yeah, so first of all, again, I'm very happy after this long passage with everyone that Andreas and I are gonna end up mostly in agreement. Working less is where it begins. I guess I also wanna think about who's addressed by sort of this puzzle, right? Of like, how do you make a persuasive case for life being better? That imagines a person who already has a fairly high standard of living, you know, who might have to give up their Subaru. And you know, you say to that person, well, how do you persuade them to give up their Subaru in return for saving the climate? What's the trade-off? That may be a question that people feel like they have to have. If they have neighbors with Subarus and have to talk to them, then you have to have that conversation, right? But I guess I just don't think of that person in the wealthy nations
as the necessarily the addressee of this question, right? That if you say like, how do you make ecological struggle sexy for people in Haiti or people in the Niger River Delta? That's a trivial question. These are people who's like, when I think of material conditions and political struggle, I think of people who've been pushed by the world that we have, extractive, capitalist, colonizing domination, right, into lives of absolute misery, into lives of exclusion and total precarity. And, you know, the task is not to present those people with a sexy vision. The task is to figure out how those people, like, how you can get the fuck out of the way, let those people lead, stand with their movements, support them, right? And they don't need the sexy vision. And it's not our job as a sort of propagandists of the Rev to produce that. It's to think about what is going to help with that degree of misery to transform it and to make survival possible. And I want to hover on that and not worry too much about my neighbor with a Subaru. Well, that's a great final remark, I guess, which we can all agree on, even though there was not only agreement today. I mean, there was a little bit disagreement on political strategy and also like the role of the state. So I don't want to end too much of harmony here, even though I think we agree on the last sentence that Joshua just said. But Andreas, you wanted to take over? Yeah, I wanted to pick up on something that was actually posed in the chat, and that's regarding diversity of tactics and disagreement with certain actions. I mean, the question was posed to me, and it was like, you say that the mainstream, well, no, let's forget about that. But the point was that there is an older understanding of the concept of diversity of tactics, which says that you shouldn't criticize anyone else's tactics because we have diversity. I mean, this, you know, people who were around during the anti-globalization movement will remember these discussions around Genoa and elsewhere, that you shouldn't criticize the Black Bloc for what it's doing because it's a diversity of tactics in the movement. Everyone does what they want. And that's how we have to accept it. But my idea of diversity of tactics is not that. I think we have to be frank in criticizing each other when we think that that mistakes are made. So, for instance, a diversity of tactics approach would never lead me to abstain from criticizing XR for attacking working class commuters trying to get on their subway in London as they did last year. Likewise, the kind of diversity that we've had on show today between a sort of trot and a left communist position, let's not try to conceal that kind of diversity, but embrace it. And likewise, when the climate movement moves forward, there needs to be, I mean, we need to be critical of each other and what we're doing. And the point should not be that let everyone do whatever they want and go blow up a pipeline or assassinate an executive, do anything. That's not a productive way of thinking about activism, I think. So, I mean, ruthless criticism of all that exists, but also of what we're trying to do to change what exists. I think that's the Marxist way to go about it. Hell yeah. So, thank you so much.